In dem Video siehst du, wie du aus der guten alten Edda 1 mit 5 Schuss ganz einfach eine Edda 2 mit 7 Schuss machen kannst, und zwar mit einem verbesserten Lademechanismus und der Möglichkeit, einen Laser zu installieren. Und wenn du das wissen willst, dann legen wir einfach los. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Bei uns ganz brandneu im Shop gibt es dieses wunderbare neue Magazin von EK Archery. Ein 7-Schuss-Magazin. Früher gab es ja nur bei Jörg aus Deutschland diese 7-Schuss-Magazine, aber EK Archery hat jetzt in Kooperation mit ihm, steht auch drauf, powered by Jörg Sprabe, dieses nette Teil herausgebracht. Was ist neu? Während du beim klassischen alten Magazin ja diesen Spannhebel hier hattest, der irgendwie ja ein bisschen fummelig zum Nachladen war, ist das jetzt hier anders. Hier den Knopf drücken, den roten Knopf. Dann lässt sich das Teil hier aufmachen. Ich zeige dir dann nachher auch noch, wie man den Laser einbaut. Dann die Bolzen einlegen. Das geht jetzt viel einfacher. Glaub mir das. Es geht jetzt viel einfacher. Übrigens, das Magazin nimmt auch Broadheads. Ja, Jagdpfeile und so Geschichten halt. Also für alle, die das üben wollen, gebe ich da natürlich auch unten den Link. Und übrigens, wenn dir das taugt, wenn du öfter Reviews sehen willst, dann lass dem Ganzen ein Abo da. Wenn du dann fertig bist, hier siehst du den Ladezustand. Einfach die Klappe zumachen und die Sache ist erledigt. Bevor ich jetzt schieße, mag ich da aber noch zwei andere Sachen zeigen. Und zwar hier, das ist auch eine Verbesserung, bei dem Picatinny-Schienendings hier ist eine Öffnung. Da vorne ist ein Kimmel und damit hast du... das ist jetzt die Kimmel, Entschuldigung. Und das ist das Korn und du kannst hier jetzt gleich einfach drüber visieren. Übrigens, standardmäßig ist natürlich bei der Edda ein Schaft mit dabei. Habe ich nicht, weil ich nicht brauche. So. Ja, und der zweite Punkt ist dieses nette Teil hier. Es war ja früher so, dass die Steambow-Stinger, die natürlich eine ganz andere Liga ist, die ist einfach viel leichter, die ist viel kompakter, ist auch ein anderes System, also die zwei miteinander zu vergleichen, ist ziemlich blöd. Aber man kann es tun, nämlich hinsichtlich des Lasers. Die Steambow-Stinger, hier jetzt die Technical, gibt es natürlich auch bei uns im Shop, ist ganz klar, ja, die hat immer hier die Möglichkeit, einen Laser einzubauen. Das gibt es jetzt auch bei der guten Edda. Und zwar... dazu wird hier dieses Teil rausgezogen. Ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Habe sogar ich geschafft. Und jetzt wart kurz. Da ist er ja. Und zwar der originale Steambow-Laser. Der passt da wunderbar hinein. Wird da vorne reingebaut, eingeschoben. Ist ein bisschen streng. Und dann brauchst du eine Zange. Und du kannst natürlich auch einen Leatherman verwenden, so wie ich. Oder Swiss Tool. Übrigens, diese coole Steckscheide, die gibt es natürlich auch bei uns im Shop. Und dass das ja alles billige Eigenwerbung ist, das muss ja klar sein. Aber egal, wir wollen ja eigentlich über diesen Laser hier sprechen. Und dann drehen wir den ein bisschen so rüber. Und jetzt kann ich den Laser hier bedienen, indem ich hier hin und her klicke. Da siehst du ihn. Ja, so. Das geht sich aus. Und wenn ich den wieder ausbauen will, kann ich das genauso machen. Also das ist einmal die Neuerung. So, das heißt, ich kann jetzt hier auch mit dem Steambow-Laser auf der Edda 2.0 schießen. Und dann... oh. Sonst ist alles beim Alten. Auch hier wiederum die Möglichkeit zu entsichern mit Links- und Rechtsschützen. Oh, super! Und weißt du, was so viel Spaß macht jetzt bei dem Teil? Ich brauche kein Leuchtpunktvisier. Ich meine, mit dem Leuchtpunktvisier ist es noch einmal netter. Aber durch diese neue Funktionalität hier habe ich Kimme und Korn und das intuitive Schießen, das geht wunderbar damit. Also mir taugt das irrsinnig. Wenn du übrigens sehen willst, wie du das Ganze umbaust von einer Edda 1 auf eine Edda 2, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. 7 Schuss ist nämlich cool. Komm, unterhalb von dem Video gibt es einen Beschreibungstext und da gibt es auch was. Weißt du was? Einen Link auf meinen Shop und da zeige ich dir, wie du das Ganze ummontierst und sowieso und überhaupt. Und einmal geht es noch. 7 Zwerge, 7 Berge hier auf Waldurlaub.at, ich weiß nicht. Auf jeden Fall macht das irrsinnig Spaß. Taugt mir absolut total. Also es ist ganz einfach, weil ich weiß, dass die Frage gestellt wird. Wenn du eine Edda besitzt, diese hier, dann wird die mit dem Standardmagazin mit 5 Schuss ausgeliefert. Wenn du jetzt eine bei uns kaufst, gibt es natürlich auch bei uns, auch dann wird die ausgeliefert mit dem 5-Schuss Standardmagazin. Wenn du aber sagst, hey ja, ich will 7 Zwerge mit den 7 Bergen und ich brauche das und den Laser brauche ich und ich will das hier haben und ich finde das so cool und genial, dann kannst du das extra dazu kaufen. Und das gibt es natürlich bei mir im Shop, gebe ich dann natürlich unten den Link dazu. Was hältst du davon? Schreib mir einfach einen Kommentar, was du davon hältst, dass es jetzt dieses Magazin gibt. Wenn du sehen willst, wie ich es umbaue, wie ich es noch ein bisschen näher beschreibe, gebe ich da unten den Link in meinen Shop. Aber wenn du das nicht willst, ist auch alles gut.
anderes Video, ein paar andere, da ist der Hund überhaupt dort. Ah, einfach ciao, ciao, ciao.